Schaut einmal. Ja, stimmt, die Früchte der Eibe. Ja, super Sache, erstens fesch. Ich bin da jetzt bei einem stattlichen Exemplar. Ihr kennt vielleicht die Eibe, die werden auch, ja, die kriegt es in Baumärkten und in Botanikläden und wo man halt so Pflanzen kaufen kann. Und die werden auch aus Hecken anpflanzt. Also das muss nicht so ein riesen Baum sein, sondern das kann auch einfach ein kleiner Strauch sein und die können dann schon sehr tragefreudig sein und einen Haufen Früchte tragen. Weiß mir gerade einfällt, letztens war ich mit meiner Holten in ein Lagerhaus und dort haben sie dann junge Eiben angepriesen und ist dabei gestanden fruchtlos. Ja, also ja, super Trick, weil Früchte werden ja zum Teil gefürchtet, weil giftig, und dann ist es natürlich super, wenn man fruchtlose Eiben haben kann. Aber ich habe es lustig gefunden, weil sie hier auch hinschreiben können, männliche Eibe. Die Eibe, jetzt, also eigentlich geht es um die Früchte, nur das habe ich glaube ich noch nicht dazu gesagt. Und bei mir weiß man ja das manchmal dann nicht, wann ich mich so verirre und verspringe und dann, ja. Also, aber ja, schaut einmal, eine Eibe, eine große Eibe, aber keine Früchte dran, ja, überhaupt nicht. Also da war nicht ich schon recht fleißig und auch nicht die Vogel, sondern das ist eine Mann-Eibe. Ja, also das ist das, was die im Lagerhaus als fruchtlose Eibe verkauft haben. Also was man aber schon wieder super sieht beim Mann-Eibe, seht ihr diese Knubbel drinnen? Das sind keine Fruchtansätze oder so, sondern das sind schon wieder die Blütenknospen fürs nächste Jahr, weil Mann-Eibe tut recht gern ganz viel Pollen ausschicken. Ja. Aber jetzt gehen wir wieder zu den Früchten, weil es geht ja um die Früchte. Also wie gesagt, also ihr dürft jetzt nicht nur, also ja, also so groß, das ist schon eher Seltenheit. Ihr werdet es wahrscheinlich häufiger in irgendwelche Gärten aus kleinen Strauch sehen und da hängen dann diese roten Knubbeln drauf. Ich sage jetzt absichtlich Knubbeln, weil botanisch gesehen sind es gar keine echten Früchte. Weil ist ein Nacktsamer, also ein Nadelbaum, und ein Nacktsamer hat keinen Fruchtknoten und eigentlich, botanisch gesehen, entwickelt sich eine Frucht aus dem Fruchtknoten. Nachdem die Eibe keinen Fruchtknoten hat, ist das eigentlich auch keine Frucht. Haha, ja. Sondern eine Samenscheide heißt es, glaube ich, ich weiß gar nicht genau. Also, aber in echt ist keine Frucht, aber wir sind ja auch keine echten Botaniker, somit ist es wurscht. Ich glaube, Aurille heißt das Fleisch da rundherum. Aurille, weiß ich nicht, schreibe in die Kommentare, nicht in die Kommentare, sondern in die Beschreibung. Aber weiter. Eigentlich ist es eine super Idee vom Lagerhaus, dass männliche Exemplare anbietet, weil die Eibe ist halt wirklich giftig. Und wenn man Kinder hat, und dann ist vielleicht sogar sicherer, dass man keine Eibenfrüchte daheim hat, wobei es wahrscheinlich am sichersten war, dass wir unsere Kinder lernen, was man essen kann und was nicht. Weil, ich meine, ich denke mir mal, dann hast du eine männliche Eibe daheim und bist vielleicht Pollenallergiker und dann, ja, dann hast du einen Haufen Pollen, das, ja, keine Ahnung. Das weiß ich jetzt nicht. Geht aber eigentlich um die Früchte nach wie vor. Schon so viel dazu gesagt, die Eibe ist wirklich giftig und die ist überall, von der Rinden über Holz, über Nahrung und auch die Fruchtkerne, sprich die Samen, die ist da, hochgiftig, kann echt schief gehen, also Blauen, also Nahrung, auch die meisten Tiere vertragen es nicht. Und die Früchte, da wird es jetzt spannend, nämlich Ausbreiter sind Vogel, also die fressen das, die werden angelockt von diesem roten, schleimigen, schaut wie schleimig das ist, ja, seht ihr das? Also das ist super schleimig. Und die fressen das und dann gacksen sie natürlich die Samen wieder aus, und wenn dann die Samen lang nur gelegen sind, nämlich erst im zweiten Frühling, die brauchen das ein bisschen, also die fallen nicht heuer aus und nächstes Jahr kommt dann eine frische Eibe, sondern wann, dann müssen die praktisch zwei Winter gespielt haben, um dann einen Startschuss zu kriegen, das zum Treiben anfangen. Und ja, Vogel fressen das Ganze ganz gern. Und spannend für uns, also auch für uns Menschen, Kunst eigentlich zur Ernährung beitragen, nämlich man konnte da wahrscheinlich gut Marmeladen draus machen. Was man halt wissen muss, ist, dass der Samen ganz sicher raus muss.
ihr werdet das echt einmal kosten. Also ihr müsst es nicht, ich kann es eh nicht überprüfen, ob es das aber meine Empfehlung ist, traut euch das einmal zu kosten, weil auch wenn es irgendwie eine schleimige Konsistenz hat, es ist tatsächlich wirklich lecker. Also es ist fast nektarsüß und jetzt habe ich ihn ausgespuckt, ich wollte so und so ausspucken, aber wollte ihn dann spucken, jetzt rutschen meine Finger schon so. Verzeiht, also ich wollte euch noch einen Samen sagen. Also die Samen müsst ihr einfach ausspucken. Aber das Zeug ist echt wirklich lecker. Also ich kann mir es fast nie verkneifen, wenn ich bei einer Eiben vorbeikomme, dass ich mir das hole. Da habe ich das Glück, schaut einmal, das Ganze reift vergrün. Also das ist praktisch unreif, diese Nichtfrucht sozusagen, und reift in dieses auffällige Rot. Und dabei schwillt dieser Samenkörper, also diese Hülle, diese Samenhülle immer mehr an und überdeckt dann nach und nach den Samen. Seht ihr, also wo war das jetzt? Am Anfang guckt da der Samen ja noch raus, ja, und nachher, wenn die reif ist, ist er komplett eingepackt in so einen Schüssel sozusagen. Ja, ich glaube, das Wichtige war dabei, nämlich aufpassen, Giftigkeit, aber lecker. Die Kinder vielleicht lernen, Finger davon lassen, weil Kinder, weiß ich nicht, ob sie es verlässlich ausspucken, dann die Samen. Und eben zweihäusig, also ihr werdet eben auch Eiben finden, die wo es keine Früchte tragen, dann sind die nicht kaputt oder irgend sowas, sondern sind wahrscheinlich Mana. Und ja, das war es, glaube ich, zur Eibe. Überlege ich nochmal. Ja, ich glaube, das war's. Passt, Leute, Eibe fertig. Nochmal kurz, immer wenn ich was fertig habe, Werbung in eigener Sache. Wenn euch das gefällt, was ich da mache, wenn es euch was bringt, belustigt oder belehrt, dann freut mich das. Lasst mir das wissen mit einem Daumen hoch bei den Videos. Hilft mir frei zu machen und bei YouTube über kurz oder lang besser zu gefunden werden. Werdet oder bleibt Abonnent, und wenn ihr Amazon-Kunden seid und was bestellt, dann denkt an mich, steigt auf Amazon über meine Empfehlungslinks ein. Ihr könnt dann nehmen, was wollt an einem Produkt, aber dann kriege ich eine kleine Vergütung und das würde mich freuen. Okay, ich sage euch in dem Fall vorsichtige Mahlzeit und ja, passt auf euch und eure Kinder auf, aber man darf sich sowas schon kosten dran.